Willkommen zu einem neuen Video hier auf Smart Life. Im heutigen Video geht es um eine weitere Kamera und zwar die Yee Outdoor Cam und ob die Kamera mit all ihren Funktionen mit den teuren Wettbewerbern wie zum Beispiel Eufy, Alo, NetAtmo und wie sie alle heißen mithalten kann, das erfährst du im heutigen Video. Wenn dich das also interessiert, bleib auf jeden Fall dran bis nach dem Intro. Bis gleich. Gut, dann lass uns mal starten mit dem Unboxing, beziehungsweise lass uns erstmal einen Blick auf die Verpackung werfen, was wir noch für weitere Informationen bekommen hier zur Outdoor-Kamera mit 1080p und was hier direkt jetzt ins Auge sticht auf der Vorderseite, dass die Kamera hier mit Google Home funktioniert, also auch mit Amazon Alexa. Über Umwegen funktioniert es auch mit HomeKit, das werde ich in einem späteren Video wahrscheinlich nochmal zeigen. Dazu braucht man aber den aktivierten RTSP-Stream. Da ist aber standardmäßig in der Firmware deaktiviert. Bin ich gerade noch in der Erklärung mit dem Support, warum das eigentlich der Fall ist. Denn die diversen alternativen Firmwares, die es so draußen gibt im Netz, die schalten eben genau diese Funktion frei. Und da stellt sich für mich die Frage, warum Yee nicht direkt hier zumindest mal den sehr, sehr wichtigen und beliebten RTSP-Stream freischaltet, so dass man eben die Kamera dann mit anderen Systemen verwenden kann oder auch mit anderer Software verwenden kann. Bin ich gerade in Erklärung, bekommt ihr auf jeden Fall noch Update-Infos von mir. Ansonsten auf der Seite gibt es noch weitere Informationen, beziehungsweise die Vorderseite verrät es auch schon AI. Das heißt, die Kamera ist in der Lage, verschiedene Bewegungen zu erkennen, kann auch entsprechend Menschen erkennen, kann Tiere erkennen. Da sie für den Außenbereich gedacht ist, ist sie hier IP65 zertifiziert, das heißt, die ist wasserdicht. 1080p, das hatten wir schon. Es können Bewegungszonen eingestellt werden, was auch ein kleines Highlight der Kamera ist. Das hat ja nicht jede Kamera, dass es eine integrierte Alarmfunktion gibt bei entsprechender Auslösung. Das werde ich auch entsprechend mal versuchen zu testen, ohne dass mir hier die Nachbarn auf das Dach steigen. Es gibt eine entsprechende Zwei-Wege-Audio-Kommunikation, ist mehr oder weniger Standard heute bei normalen, guten Kameras. Man kann hier das Ganze mit PIN schützen. Und es gibt entsprechende Apps für Mobile und PC. Ansonsten hier auf der Rückseite sind es nochmal ähnliche Informationen. Lass uns gerade mal drüber fliegen. Also hier Smart Human Motion Detection, das hatten wir jetzt gerade schon gehabt. Die Nachtsicht soll auch sehr gut sein mit 12 integrierten Infrarot-LEDs. Bis zu 15 Meter Reichweite verspricht hier Yee. Das versuche ich natürlich auch entsprechend zu testen. IP65 hatten wir schon. Dann die Speicherung. Ihr habt die Möglichkeit, auf die interne SD-Karte oder auf eine SD-Karte zu speichern, die ihr in die Kamera einsteckt oder eben die Yee Cloud-Plattform zu nutzen oder den Yee Cloud Storage. Leider gibt es hier keine andere Möglichkeit. Das finde ich sehr, sehr schade, dass sie hier ein bisschen restriktiv ist. Ist aber halt jetzt so erstmal. Ansonsten 3 Meter Powerkabel. Das sollte in der Regel ausreichen. Es könnte natürlich ein bisschen länger sein. Es gibt auch schon viele Hersteller, die hier deutlich mehr Kabel bieten, 6 Meter als Beispiel. Ansonsten funkt die Kamera hier im Wi-Fi-Netz 2,4 GHz Frequenzband, 5 GHz gibt es nicht. Und ihr könnt eben euch entsprechende Push-Notifications senden lassen, wenn entsprechende Alarme ausgelöst werden oder eben nach den Regeln, die ihr definiert. Das war es eigentlich so mit den Highlights hier bei der Kamera oder was die Verpackung auch verrät, aber das waren jetzt wirklich in Summe auch schon die wichtigsten Features und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hier in die Verpackung. Dann gucken wir mal, was uns der Karton so mitgebracht hat. Wird einfach hier so rausgezogen, die ganze Geschichte. Dann haben wir hier so den ersten Karton. Was haben wir da drinne? Ein Tütchen. Hier mit Schrauben, Befestigungsmaterial. Kabelführung hier, kleiner Schraubenzieher, also irgendwo kann man die Kamera aufmachen und entsprechend jede Menge Schrauben, also da kann man viele Löcher bohren. Ich denke, die wird man nicht alle brauchen. Also, Montagematerial ist schon mal dabei, dann die Kamera an sich, die wird hier auf der Rückseite rausgeholt, da haben wir entsprechend dann auch die Halterung, die Grundplatte, hier mit Kugelkopf. Wir sehen, 4 Schrauben kommen da rein. Warum da jetzt dann doch so viele dabei sind, keine Ahnung. Aber die reichen auf jeden Fall aus, um hier die Montageplatte anzuschrauben. Wahrscheinlich vom Gewicht her brauchen wir jetzt keine 4 Schrauben, vielleicht tun es auch 2. Aber es sind genügend dabei auf jeden Fall. Dann ansonsten die Kamera an sich.
ist doch relativ klein oder kompakt. Das finde ich schon mal ganz gut. Jetzt nicht so lang wie viele andere Outdoor-Kameras. Das schauen wir uns gleich im Detail an. Hier nochmal ein bisschen Papierkram. Das stelle ich mal an die Seite. Und hier neben haben wir da noch den Stecker wahrscheinlich. Papier kommt weg. So, genau. Also den Stecker einmal hier. Und dann eben hier die Kamera. Das sind alle Komponenten, die dabei waren. Und wie sieht die Kamera nun aus? Also wie gesagt, Größe relativ kompakt. Hier eben dann die, hier wird die Montageplatte dran geschraubt, selbsterklärend. Dann hier unten entsprechend das Mikrofon. Hier hinter der Folie verbirgt sich natürlich auch noch etwas, nämlich die Linse an sich. Logisch. Hier oben ist dann die LED-Anzeigeleuchte. Hier diese. Und die untere, das untere Loch ist entsprechend das Mikrofon. Und hier verbirgt sich dann die SD-Karte drin. Ich schaue mal rein, ob eine dabei war oder dabei ist. Also Micro-SD-Karte ist keine dabei. Und was sich auch noch hinter dem Schacht hier verbirgt, das ist dann hier entsprechend der Reset-Knopf. Ich versuche es ein bisschen einzublenden, so ist es besser. Also der ist hier auch hinter der entsprechenden Abdeckung. Und wie gesagt, Micro-SD-Karte muss entsprechend zugekauft werden. Ja, das soweit zur Kamera. Ich werde das jetzt entsprechend alles mal montieren und einrichten, beziehungsweise mit der Einrichtung geht es dann auch gleich weiter. Gut, im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt an, wie die Kamera eingerichtet wird. Ich stecke die Kamera jetzt hier an den Strom und dann sollte auch direkt gleich anfangen, hier ein Lämpchen zu blinken, was eben signalisiert, dass wir hier die Kamera anlernen können. Das ist hier oben, beziehungsweise es blinkt nicht oder blinkt das? Ne, blinkt nicht, leuchtet jetzt erstmal hier, jetzt blinkt's. Welcome to Ye Home Camera. Und ihr habt es gehört, die Kamera ist, ja, ist gut, genau, ready to connect. Also die Kamera ist bereit für das Anlernen. Ich öffne entsprechend die Yi-App. Ich gehe hier auf Plus. Und wir suchen uns entsprechend die Outdoor-Kamera aus. Sage hier Nächstes. Mein WLAN ist ja entsprechend schon hinterlegt durch die Erstkamera. Ich sage mit WLAN verbinden. Da hatte ich bei der U-Kamera Pro ziemliche Probleme. Das heißt, was zum Erfolg geführt hat, war, ich klicke hier den QR-Code in Summe an und halte den jetzt hier vor die Kamera. QR-Code Scan is successful. Ihr habt es gehört. Ihr seht auch hier, die LED ist inzwischen blau. Als Nächstes, wie gehabt, wie immer einen Namen vergeben. Ich sage hier einfach Yi Outdoor, fertig, weiter. Und die Cloud möchte ich jetzt nicht testen, überspringen. Und dann ist auch hier schon der Einrichtungsassistent beendet. Und wie soll es auch anders sein, eine neue Firmware ist verfügbar. Die werde ich dann auch jetzt direkt installieren. Und wir bekommen auch direkt ein paar Hinweise, was das Update hier verbessern soll. Es gibt einen Zeitstempel dann im Video. Die Bewegungserkennung bei Menschen soll verbessert worden sein und eben Bugfixes. Ich sage hier Upgrade und dann wird es hier 4 bis 5 Minuten dauern und ich sage Confirm. Downloading Firmware. So, nachdem die Kamera dann die Firma neu installiert hatte und Neustart erfolgt ist, habe ich noch die SD-Karte formatiert. Und dann siehst du erstmal, wenn du das Ganze kontrollierst, nicht direkt auf den ersten Blick, dass die neueste Firmware drauf ist. Du erkennst es aber eben an den beiden Versionen, also aktuelle Version und neueste Version, dass die jetzt eben genau gleich sind. Also es hat soweit funktioniert und dann ja, war das Update auch soweit erfolgreich und die Kamera ist hier auf dem aktuellsten Stand. So, nachdem wir uns nun gemeinsam angeschaut haben, wie die Kamera aussieht, was die Packung bereithält, wie die Kamera eingerichtet wird, habe ich die dann auch direkt installiert und ein paar Tage getestet und ich möchte euch direkt auch jetzt die Bildqualität zeigen. Das heißt, ich habe eine Aufnahme früh am Morgen gemacht, da war es bewölkt, und eine Aufnahme in der Nacht, da hat es geregnet, um euch zu zeigen, was auch der Sensor dann nicht unter optimalen Bedingungen leisten kann und vor allen Dingen auch in der Nacht. Und ja, das ist auch wichtig für meine folgenden Ausführungen, weil eben auch jetzt der Hintergrund, den ich euch zeigen werde, also der hängt bei mir hier im Garten, da sind eben auch viele Bäume und ich wollte eben auch testen, okay, wie gut löst die Kamera halt wirklich aus, also erkennt die Kamera dann eben auch den Mensch als Mensch und wie verhält es eben, wenn die Blätter dann im Hintergrund rauschen, also wie hoch ist die Rate der Fehlalarme. So, hier die erste Aufnahme morgen und ehrlich gesagt bin ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen, was die Qualität anbetrifft. Jetzt habe ich auch ein bisschen ausgeschnitten, das heißt ein bisschen reingezoomt im Prinzip. Ja, und ich kämpfe immer noch so ein bisschen mit den Einstellungen. Also wenn das Ganze auf Automatik steht, habe ich das Gefühl, ist die Bildqualität schlechter, als wenn ich den HD-Modus vorgebe. Hätte ich jetzt eigentlich genau umgedreht erwartet, dass wirklich der Automatik-Modus dann auch die beste Bildqualität hervorruft. Ja, also da bin ich noch ein bisschen am Testen. Und jetzt hier als Nächstes die Aufnahmen bei Nacht, wo es dann noch entsprechend regnet. Ja, und was hier vielleicht zu beachten ist, links hinten sieht man noch so ein Gras, was nach oben steht.
So ein kleines Schilf, was wir hier haben. Und da kann ich euch sagen, ist die Bildqualität jetzt eigentlich okay aus meiner Sicht. Es könnte vielleicht ein bisschen schärfer sein. Auf der anderen Seite, bei meiner Eufy Cam ist die Bildqualität jetzt an der Stelle auch nicht viel besser. Also das Gras ist jetzt auch nicht schärfer. Also wenn man es jetzt mit Eufy vergleichen würde, würde ich sagen, geht es hier an der Stelle auf jeden Fall in Ordnung. So, du hast nun zwei Perspektiven gesehen. Beurteile selbst, ob du die Videoqualität gut findest oder nicht. Für meinen Geschmack könnte die ein bisschen besser sein. Gerade tagsüber hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Wenn dann die Sonne rauskommt, ist es dann noch mal ein Ticken besser. Geht dann auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn es jetzt darum gehen sollte, dass du Personen erkennen möchtest auf den Videos, dann ist das auf jeden Fall gewährleistet, sowohl am Tag als auch bei Nacht. Was jetzt leider nicht so gut funktioniert hat, war die Erkennung von Personen. Also ich bin bei meinen Tests ein paar Mal durchs Bild gelaufen, die Kamera hat nicht ausgelöst. Das könnte für meinen Geschmack auf jeden Fall besser gehen, häufiger auslösen. Und auf der anderen Seite, die Blätter im Hintergrund, die haben oft eben für Fehlalarme gesorgt. Das heißt, es wurden Personen erkannt, obwohl keine Person auf dem Bild war. Du hast dann, wenn die Aufnahme oder wenn der Clip beendet ist, hast du die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu so kategorisieren. Also du kannst sagen, hey, okay, das war jetzt ein Fehlalarm, das war keine Person. Das kann man aber irgendwie auch nur machen, wenn man direkt sich das Video anschaut. Ich habe jetzt nachträglich keine Möglichkeit gefunden, das nochmal zu kategorisieren. Also bei einer Datmo geht es ja wirklich sehr gut. Du siehst in der Timeline eben deine Videos und kannst da wirklich nochmal auch nachträglich kategorisieren. War das jetzt ein Mensch? War das ein Tier? War das ein Auto? Und das vermisse ich jetzt hier so ein bisschen in der Yi Home App. Bisher habe ich es noch nicht gefunden, ob das geht. Wenn du das gefunden hast, schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Das vermisse ich an der Stelle wirklich, dass man eben hier die KI auch trainieren kann, wie es bei NetApp dann eben auch möglich ist. Was derzeit auch suboptimal funktioniert, beziehungsweise ich bin noch nicht so ganz schlau draus geworden, wie hier der Mechanismus denn sein soll, betrifft die Cliplänge. Denn gerade wenn die Kamera automatisch auslöst, sind die Clips wirklich sehr, sehr kurz, also 6, 7 Sekunden, und dann ist die Aufnahme schon wieder beendet, was natürlich in der Regel nicht ausreicht, wenn man auch sehen möchte oder nachverfolgen möchte, also im Nachgang nachsehen möchte, was ist da denn passiert über einen längeren Zeitraum oder wer ist da vielleicht auf dem Grundstück rumgegeistert, welche Katze ist da rum, welcher Marder ist da rum, etc. Da verstehe ich bisher noch nicht so ganz, wo man das denn einstellen können soll. Denn die Timelapse, wo ich das eingestellt habe, und ich blende jetzt hier gerade nochmal einen Screenshot ein, da habe ich entsprechend eingegeben, dass die Cliplänge dann 30 Sekunden sein soll. Und die 30 Sekunden, die werden dann eben nur erfüllt, wenn du eben den Record-Button drückst, der jetzt hier rechts oben dann auch in der Mitte zu sehen ist auf dem Screenshot über der Timelapse. Aber wenn, wie gesagt, das Video automatisch auslöst bei einer Erkennung, dann sind die Clips viel, viel kürzer. Also das ist mir nicht so ganz klar, wie sich das jetzt hier je gedacht hat. Für mich ist es eben viel wichtiger, dass, wenn die Kamera automatisch auslöst, auch wirklich so lange aufgenommen wird, wie eben dann auch eine Bewegung auf dem Clip zu erkennen. Was ich im Weiteren auch noch getestet habe, betrifft die Alarmfunktion der Kamera. Das heißt, wenn eine Bewegung erkannt wird, kannst du in der App auch einstellen, dass die Kamera eben einen Alarm ausgeben lassen soll. Das kann die NetApp zum Beispiel auch. In der entsprechenden Version, das finde ich eigentlich ganz cool, dass hier so ein Feature auch bei einer, ich sag mal, in Anführungsstrichen Low-Budget-Kamera eingebaut ist, um eben auch hier potenzielle Einbrecher abzuschrecken. Und das hat im Prinzip auch funktioniert. Das heißt, wenn hier die Person erkannt wurde oder ich erkannt wurde in meinem Testlauf, dann hat die Kamera auch hier einen Ton ausgegeben. Der ist von der Lautstärke auch in Ordnung. Ich habe das jetzt nicht aufgenommen, weil es eben auch schlecht rüberzubringen ist über das Video. Aber wie gesagt, der Ton ist aus meiner Sicht in Ordnung. Der ist allerdings sehr kurz. Also es waren so 2,5 bis 3 Sekunden. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber es war wirklich ein kurzer Zeitraum. Wäre für mich eher schon wieder die Frage, reicht das tatsächlich aus, um hier jemanden abzuschrecken? Weil wenn man das eben weiß, dass hier nach kurzer Zeit auch hier dass das Alarmsignal schon wieder ausgeschaltet ist, könnte man sagen, okay, ich schaue mal, ob das jetzt jemand mitbekommt oder nicht, ob irgendwas passiert, und warte einfach ab. Also es könnte für meinen Geschmack etwas länger sein oder zumindest mal die Option gegeben sein, dass man das einstellen kann. Das habe ich jetzt in der App auch nicht gefunden. Auch hier an der Stelle, wenn du das irgendwo gesehen hast in der Yi-App, lass es mich gerne wissen. Ich habe es bisher nicht gesehen, dass man das irgendwo einstellen kann. Ja, die Frage ist dann natürlich auch, sind so 3 Sekunden dann einfach in Ordnung als Abschreckungseffekt oder sollte es eben länger sein? Wenn es natürlich länger läuft und du potenziell vielleicht sogar einen Fehlalarm hast, kann es natürlich sein, dass du auch deine Nachbarn entsprechend nervst. Also hier braucht es vielleicht irgendwo einen Mittelweg. Für mich persönlich wäre es eben schöner, wenn der Alarm
einzustellen wäre, dass der eben auch ein bisschen länger läuft, vielleicht 10 Sekunden, 5 Sekunden, ich weiß es nicht, aber zumindest mal länger als die drei, die jetzt hier die Kamera dann auch hier einen Ton ausgegeben hat. Was in der Folge dann passiert, wenn ein entsprechender Alarm ausgelöst wird, das blende ich dir jetzt hier auch nochmal ein per Screenshot. Das heißt, du bekommst eine Push-Notification auf deinem Smartphone und parallel bekommst du in der Yi-App angezeigt, dass ein Alarm ausgelöst wurde, oben mit so einem roten Balken im Prinzip. Und kannst auch direkt dann ins Live-Video springen und kannst an der Stelle aber auch sagen, dass es kein Alarm ist und kannst eben dann den Alarm hier stoppen und dann wird im Prinzip auch wieder das Alarmlevel zurückgesetzt auf, ja, Alarm aus im Prinzip. Das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Dinge, die die Kamera hier so zu bieten hat und die ich dir auch zeigen wollte. Ich werde jetzt nochmal hier ein Fazit ziehen, beziehungsweise ein Pro und Contra. Also was kann die Kamera gut, was kann die Kamera aus meiner Sicht weniger gut, sodass du dir dann dein eigenes Bild machen kannst, ob die Eonel für dich ein Kauf wert ist oder nicht. Anfangen möchte ich mit den Vorteilen, die für die Kamera sprechen, also den Pros, und an erster Stelle zu nennen ist, dass die Kamera eben über eine eingebaute AI verfügt. Das heißt, die Kamera kann unterscheiden zwischen Menschen und anderen Objekten, wobei das jetzt in der Praxis für meinen Geschmack noch auf jeden Fall besser gehen kann. Dann ist zu nennen hier der Nachtsichtmodus, der bis zu 15 Meter weit reichen sollte. In meinen Augen ist der vollkommen ausreichend und auf jeden Fall auch auf dem Niveau anderer Kameras, so dass hier auf jeden Fall auch Personen eindeutig zu erkennen sind. An dritter Stelle auch natürlich zu nennen, dass die Kamera hier wasserdicht ist und ich hatte ja auch jetzt hier schon Regen gehabt die letzten Tage im Test. Absolut keine Probleme, die ich jetzt in dem Kurzzeittest hier feststellen konnte. Dann gibt es hier entsprechend eine Zwei-Wege-Audio, das habe ich auch getestet, habe das Feedback bekommen, ist soweit klar und verständlich zu hören, das Audiosignal. Das heißt, man versteht die Gegenseite, also hier auch auf jeden Fall Daumen hoch. Dann bietet die Kamera einen Speicher, hier ist zu nennen der Yi Cloud Speicher, denn da gibt es entsprechend einen Plan, der liegt preislich auf dem Niveau der Wettbewerber, würde ich sagen, und es kann eben eine MicroSD-Karte genutzt werden, um die Aufnahmen speichern zu können. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, die eingebaute MicroSD-Karte, weil wenn jetzt hier die Kamera entwendet wird, ist natürlich auch dann die Speicherkarte entsprechend weg und damit auch das Videomaterial. An sechster Stelle ist zu nennen, dass die Kamera hier einen Bewegungsmelder hat, der auch einen Alarm auslösen kann, an so eine Sirene. Und ja, die könnte für meinen Geschmack auch etwas länger gehen, aber auf jeden Fall bringt das die Kamera mit. Als nächstes ist zu erwähnen, dass die Kamera über ein 3-Meter-Anschlusskabel verfügt, wird über Wi-Fi im 2,4 GHz Frequenzbereich betrieben. Du bekommst entsprechende Push-Notifications, wenn irgendwelche Alarme ausgelöst werden etc. Und die Kamera kann betrieben werden bei minus 10 bis plus 55 Grad und bringt mit Alexa und Google Home. Den Alexa-Skill, den habe ich soweit getestet. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Also die Kamera reagiert relativ schnell. Eine kleine Verzögerung ist da, aber auch hier auf jeden Fall positiv, dass erstmal die beiden Smart Home-Assistenten hier mit an Bord sind. HomeKit wird hier derzeit nicht unterstützt, kommen wir aber gleich jetzt bei den Cons drauf zu sprechen. Als nächstes betrachten wir noch die Punkte, die mir nicht so gut gefallen. Die sind zum Teil auch jetzt subjektiv, wie jetzt zum Beispiel hier an erster Stelle die fehlende HomeKit-Unterstützung als auch die fehlende iPad-App. Wenn du jetzt natürlich kein HomeKit-Nutzer bist, sind es Punkte, die für dich nicht relevant sind oder auch nicht so stark zum Tragen kommen natürlich. An dritter Stelle hat die Kamera im Gegensatz zu Wettbewerbern keine Gesichtserkennung, also Personenerkennung funktioniert. Aber die Zuordnung von Gesichtern ist nicht möglich, obwohl die Kamera eine Filtermöglichkeit nach Gesichtern bietet. Das sieht für mich dann eher so aus, als gibt es hier eben dann doch Modelle, die das auch können, aber jetzt hier die Outdoor-Kamera kann es eben nicht. Dann an vierter Stelle einer der wichtigsten Punkte für mich, das hab ich auch schon bei der anderen Yi-Kamera erwähnt, bei der Dome U, die ich getestet hatte, eben die fehlende RTSP-Unterstützung, obwohl die Kamera das technisch mit an Bord hat, aber leider deaktiviert ist. Das ist für mich schon sehr nachteilig, weil ich eben auch gern diesen Stream nutze in anderen Programmen und da hilft eben nur eine alternative Firmware, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video zu machen. An fünfter Stelle, was auf der einen Seite ein Vorteil ist, was ich eben bei den Pros genannt habe, ist eben auch ein Nachteil. Es gibt keinen FTP-Zugang, das heißt, du kannst hier keine NAS-Anbindung vornehmen und kannst ebenso keine anderen Cloud-Anbieter hier nutzen, also zum Beispiel Dropbox oder eben auch HomeKit Secure Video, sodass du eben nur die hier eigene Cloud nutzen kannst und das sehe ich schon auch als einen größeren Nachteil an. Dann könnte die Übersetzung auch an einigen Stellen deutlich besser sein. Also manchmal muss man wirklich erahnen, was sich dahinter verbirgt, hinter den Funktionen. Oder muss es eben wirklich testen, was damit jetzt gemeint ist. Also hier könnte sich Yi aus meiner Sicht deutlich mehr Mühe geben. Dann die Fehlalarme, die ich jetzt vorab schon angesprochen hatte bei den Tests.
dass eben oft auch Fehlalarme eben auftreten, gerade bei Blättern, hier Bäumen, auch wenn man das entsprechend dann bewerten kann, dass es eben ein Fehlalarm war. Aber es ist jetzt hier in den Test schon regelmäßig aufgetreten, sowie eben auch der Alarm, der ja nur 3 Sekunden läuft, als auch die Clip-Länge, die hier oft auf 6 Sekunden beschränkt ist. Und ich eben, obwohl ich das eingestellt hatte, ja nur kurze Clips aufnehmen konnte, Videos, wenn die Kamera denn ausgelöst hat. Das soll soweit gewesen sein für das heutige Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich konnte dir weiterhelfen, konnte dir zeigen, was die Kamera so kann. Wenn ja, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen hoch. Falls du hier neu sein solltest auf meinem Kanal, ähnliche Videos sehen willst in der Zukunft, dann lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du auch keine Videos, sobald ich hier ein neues Video online stelle. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder dabei. Mach's gut, bis bald.